fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nix, doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Hallo Leute, ihr wisst doch bestimmt, wer die schnellste Raubkatze ist, oder? Genau, der Gepard. Schaut mal, wie wunderschön die sind. Warum mein Herz nicht nur aus Angst klopft, wenn ich die beiden sehe, das erfahrt ihr gleich, aber vorher gibt's die ersten Infos. Der Gepard ist das schnellste Landtier der Erde. Mit bis zu 120 Stundenkilometern stürmt er seiner Beute hinterher. Die muskulösen Hinterbeine, die langgestreckte Wirbelsäule und der Schwanz als Ruder machen ihn zum perfekten Steppensprinter. Aber auch der schnellste Vierbeiner geht mal leer aus. Und oft ist nicht er der Jäger, sondern selbst der Gejagte. Die schönen Raubkatzen sind vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn leben gerade noch 10.000 Geparde. Das hat vor allem zwei Gründe. Einheimische Farmer und Bauern erlegen die Raubkatzen, weil sie ihre Schaf-, Ziegen- und Rinderherden vor ihnen beschützen wollen. Und viel schlimmer, Hobbyjäger aus aller Welt erschießen sie aus Spaß. Da Geparde nur wenig Nachwuchs bekommen, steht ihr Überleben auf Messers Schneide. Seit Jahren setzen sich Tierschützer und Forscher für die Katzen ein. Was sie genau machen, erfahre ich heute auf meiner Afrika-Reise. Denn eines steht fest, wer die Geparde schützen will, muss zunächst alles über ihr Leben und ihr Verhalten wissen. Meine Reise beginnt in Nankusee, einer Rettungsstation für wilde Tiere mitten in Namibia. Denn Namibia ist Gepardenland. Knapp 3000 der Raubkatzen leben hier in freier Wildbahn, so viele wie nirgendwo sonst auf der Erde. Um die Geparde in der Rettungsstation kümmert sich Kai. Ihn treffe ich jetzt. Kann ich kommen? Ja, komm ruhig näher. Wer ist das? Das hier ist der Aiko. Hi Aiko, wow, ist der schön. Nur ganz vorsichtig sein, nicht zu schnell sich bewegen. Also sitzen, nicht wegrennen. Nicht wegrennen, der ist ja wohl schneller als dir. Und er ist zahm? Können wir lieber sagen, Mensch gewöhnt. Okay. Ist kein Haustier, ja. Aber der ist Mensch gewöhnt und er mag doch Menschen. Der wird dir nichts antun, aber ist auch gefährlich. Okay, dann halten wir so ein bisschen Abstand, aber es ist ja auch schon sehr, sehr toll, dass man ihm so nahe kommen kann. Was Aiko geschehen ist, passiert vielen Geparden in Namibia. Als Welpe hat man ihn mit seinen Schwestern in der Wildnis gefunden. Die Mutter wurde erschossen. Nankusee war ihre Rettung. Hier wurden die kleinen Katzen von Hand aufgezogen. Schaut mal, wir haben jetzt Besuch bekommen von noch einem Geparden, auch wunderschön, die Schwester von Aiko, die heißt Kiki. Also es ist schon ein sehr intensives Gefühl, hier so zwei Riesenkatzen neben sich liegen zu haben, aber die schnurren ja die ganze Zeit so. Was heißt das denn? Das heißt eigentlich, die sind sehr gemütlich jetzt im Augenblick. Es ist ein ganz natürliches Geräusch, was sie machen. Okay, ja, ich finde das auch sehr beruhigend, muss ich sagen, denn man kennt es ja so von der Hauskatze, wenn die schnurrt, dann heißt es auch, alles ist in Ordnung, wir können uns relaxen und ein bisschen kuscheln. Oh, oh. Ah, er möchte auch kuscheln, seht ihr? Mit Kiki. Das ist wahre Geschwisterliebe. Toll zu sehen sind die dunklen Tränenstreifen im Gesicht, ein typisches Merkmal der Geparde. Auch sehr auffällig, das schwarz gepunktete Fell. Andere Raubkatzen haben ein ähnliches Fellmuster. Viele Menschen verwechseln Geparden und Leoparden. Dabei sehen die eigentlich ganz unterschiedlich aus. Schaut mal. So Leute, ihr seid gefragt. Welches Tier ist der Gepard und welches der Leopard? Na? Links der Leopard. Seine Flecken sehen wie Kringel aus und bedecken auch den großen Kopf. Die Flecken des Geparden wirken dagegen wie Punkte. Und die Tränenstreifen hat nur er. Die Nase unterscheidet sich auch. Beim Leopard ist sie hell, beim Gepard dunkel.
Jetzt, wo sie so liegen, sieht man sehr gut, dass sie die Krallen gar nicht einfahren können. Das heißt, die sind immer draußen, oder? Ja, damit sie schnell wegspringen können und auch schneller wegrennen können. Die arbeiten genauso wie beim, kann man sagen, wie beim Fußballschuh. Unten sind die Stacheln. Die Spikes. Die Spikes, ja. Und damit kann man schneller rennen. Aiko und Kiki sind gerade nicht in Rennlaune. Aber auf Nankusee leben noch andere Savannensprinter. Also, ich denke, wir lassen die zwei Geschwister zum Schlafen. Ja. Ich habe noch ein paar Geparden, die ich dir zeigen will. Ja, cool. Gute Nacht. Platz für die jungen Wilden. Wow, wer ist das denn da hinten? Also, da haben wir die drei kleinen. Unsere jüngeren Geparden. Die kleinen? So klein sind die gar nicht. Wie alt sind die denn? Die sind jetzt ungefähr 9 Monate alt. Und da sind die schon so groß? Monate, ja. Mit einem Jahr sind sie also voll gewachsen. Ausgewachsen, okay. Ausgewachsen, und ja. Wie heißen die? Also ich glaube ganz hinten ist der Shiloh, Odyssey und Wanda ist hier ganz vorne. Shiloh, Odyssey und Wanda. Wanda. Yes. Und wie sind die hierher gekommen? Das ist eigentlich eine schade Geschichte. Ihre Mutter war zwar zu alt, 18 Jahre alt, und konnte nicht mehr genug Milch für die machen. Okay. Und dann mussten wir die einbringen und leider mit der Flasche groß machen, mit Flaschenmilch. Und deshalb sind sie auch Mensch gewöhnt geworden. Ah, ja. Okay. Also die Mutter hatte nicht genug Milch für sie. Genau, ja. Und deswegen habt ihr sie aufgezogen. Ja. Aber die drei Geschwister sind trotzdem groß und stark geworden und strotzen vor Energie. Statt der Gepardenmama haben sie auf Nankusee einen Ersatzpapa gefunden. Einen sehr außergewöhnlichen, wie ich finde. Sag mal, aber müssen wir nicht Angst haben, dass die jetzt weglaufen? Nein, die werden nicht so weit weglaufen. Wir haben auch hier der Nödel, der hier rumrennt. Das ist ein kleiner Jack Russell. Der ist jetzt hier groß geworden. Und wo immer der Nödel hinläuft, da gehen sie mit. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich für Nudel, den kleinen Hund, wenn die mit dem spielen? Das tut doch weh, oder nicht? Oh, die spielen, aber die tun denen nie weh. Also genauso wie Bruder oder Vater und Kind, die spielen miteinander, aber machen sich nicht weh. Es ist halt nur eine Übung für später, wenn sie jetzt jagen oder so. Deshalb üben sie jetzt drauf springen oder ein bisschen fangen und so, aber kratzen tun sie nie. Mit 3 Geparden und einem Hund in der Savanne spazieren gehen, so etwas Tolles erlebe ich auch nicht alle Tage. Für die Geparde ist Bewegung wichtig. So wie wir Sport machen, brauchen auch sie täglich Auslauf. Außerdem schärfen sie dabei ihre Sinne und folgen ihren natürlichen Instinkten. Kurze Pause. Ich glaube, Kai, einen haben wir verloren. Oh ja, die ist hintergeblieben. Aber schau mal, da sind viele Antilopen. Da, ja, tatsächlich, da hinten. Ja. Yeah. Und das hat sie ja schon lange her vor uns gesehen. Und die läuft jetzt immer näher, immer langsamer und probiert zu sehen, wie nah bei sie ran kann kommen. Zum Üben, wenn sie einen Tag groß ist, kann sie ja jagen. Jetzt übt sie ein bisschen. Ach, die wird jetzt nicht wirklich jagen, aber schauen darf man ja mal. Ja, genau. Doch auch wenn sie ihr Glück versuchen würden, richtig jagen haben sie nie gelernt. In der Wildnis könnten sie sich gar nicht selbst ernähren. Könnt ihr die denn wieder auswildern? Also leider nicht. Warum? Weil die mit der Hand groß gemacht wurden, die sind uns ja auch gewöhnt. Bei Nödel sind sie auch gewöhnt. Wenn wir die auslassen, würden immer zurück zum Menschen kommen. Wenn sie ein Auto hören, würden sie ganz schnell zum Auto hinkommen. Erschreckt sich vielleicht einer und er schießt die tot. Und Leute verstehen sie nicht, die haben keinen Respekt vor sie und schießen sie halt vor Angst und vor Lust eigentlich. Dann ist es besser, die drei bleiben bei euch. Ich denke schon. Die haben hier viel Platz, gehen jeden Tag auf Spazier und kriegen auch viele Liebe. Und man merkt, sie genießen das. Oh, Nudel! Was für tolle und wunderschöne Tiere. Anfassen darf ich die Geparde nicht. Aber was soll ich machen, wenn mich Shiloh abschlägt? Das macht der Gepard nicht unbedingt, weil er mich so gerne hat. Er mag eher das Salz auf meiner Haut. Hoffentlich nur das Salz. Ich verabschiede mich von den drei Geschwistern. Die nächsten Geparde lassen nicht lange auf sich warten. So.
So, jetzt bin ich ziemlich hibbelig, denn jetzt sind wir bei halbwilden Geparden im Gehege. Marlies, what does it actually mean, semi-wild? Marlies ist die Chefin von Nankusee. Nur mit ihr darf ich zu den halbwilden Tieren. Sie sind nicht scheu, verhalten sich aber trotzdem wie wilde Geparde. Den Unterschied seht ihr gleich. Wir rufen sie. Kup, 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 kup. Kup, 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 kup. Da kommt einer. Aber er ist sehr vorsichtig und misstrauisch. Marlies kennt er, mich nicht. Aber auch ich habe ordentlich Muffensausen. Seht ihr das? Der bewegt sich ganz anders als unsere menschengewohnten Geparden. Der geht ganz geduckt, hat den Schwanz so eingezogen. Ich glaube, er ist auch ein bisschen unsicher. Schaut genau her. Hier der halbwilde Gepard. Schwanz eingezogen, Nacken gesträubt, Kopf unten. Anspannung pur. Rechts der menschengewöhnte Gepard. Schwanz ausgefahren, Kopf oben. Der ist viel entspannter. Ganz weit geöffnete Augen, also er will alles mitkriegen, damit er ja sofort eine Gefahr wittern kann und dann bereit ist, um abzuzischen. Und so ist meine Körperhaltung momentan auch. Immer wieder faucht uns der Gepard an und macht noch ein Geräusch. Es klingt wie eine Art Schnalzen. Es hört sich an, als würde so ganz plötzlich irgendwo Luft rausgelassen werden. Geparde können nicht brüllen, sondern nur fauchen oder schnalzen. Das unterscheidet sie von Großkatzen wie dem Löwen oder dem Leoparden. Sie sind aber nicht weniger beeindruckend, nur weil sie etwas leiser sind. Ich verlasse Nankusee und besuche eine Forschungsstation. Im Cheetah Conservation Fund haben Forscher und einheimische Farmer ein Schutzprogramm gestartet, um Geparde zu schützen. Das Hirtenhundprojekt. Ich bin heute unterwegs mit Steven, einem Hirten, und seinen ca. 200 Ziegen. Mit dabei ist Rabbit, der anatolische Schäferhund, und der hilft uns dabei, die Ziegen ein bisschen im Zaum zu halten. Das ist gar nicht so einfach, denn die rennen in alle Richtungen, also viel Arbeit für uns und für Rabbit. Viele Farmer in Afrika leben von ihren Nutztieren. Sie geben ihnen Fleisch und Milch. Aber immer wieder durchbrechen Raubkatzen die Zäune der Farmen und reißen die Tiere. Das wollen die Hirten nicht und schießen auf die Räuber. Steven hier spricht eine ganz, ganz tolle Sprache, die Sprache der Damara. Die hört sich so ein bisschen nach Klicklauten an. Und ich werde ihn jetzt mal fragen, was übersetzt "Ich habe 200 Ziegen" heißt. Steven, what does "I got 200 goats" mean in your language? Gam disi oa. Oh. Gam. Gam. Disi. Disi. Oa. Oa. Ja. Damit es auch 200 Ziegen bleiben, ist Rabbit da. Die Hunderasse kommt eigentlich aus der Türkei. In Namibia werden sie extra für die Farmer gezüchtet. Geparde haben Angst vor den Hunden und greifen die Ziegen und Schafe nicht an. Und deshalb müssen die Farmer nicht auf Geparde schießen. Wenn der Hund die Herde schützt, wird gleichzeitig der Gepard geschützt. Auch wenn wir jetzt hier keinen Geparden sehen, heißt das noch lange nicht, dass hier keiner ist. Die sind nämlich verdammt gut getarnt. Schaut mal. Mit seinem gefleckten Fell ist der Gepard toll an seine Umgebung angepasst. Im hohen Gras verschwindet er fast komplett. Wir machen einen Test. In diesem Bild seht ihr mich. Aber entdeckt ihr auch den Gepard? Nein? Aufgepasst! Da ist er! Wow, der war ganz schön nah dran. Das funktioniert hier eigentlich auch ganz gut ohne mich, denn die haben ja ihren Wachhund. Ich treffe mich jetzt mit Katrin, denn die weiß auch einiges über Geparden. Hallo Katrin. Hallo Anne. Hi. Hi. Na, was machst du da Seltsames? Ich mache ein Spiel mit dir jetzt. Ein Spiel mit mir? Ein Spiel. Hört ein sich Quiz. Gut an. Das sieht ganz ja. schön brutal aus. Ja, das sind Attrappen, das sind keine echten Tiere. Und du sollst rausfinden, wer hat dieses Tier gerissen. Wer kommt denn in Frage? Wir haben einen Schakal, einen Gepard und einen Leopard für dich. Alles klar. Anhand der Bunten soll ich also den Übeltäter überführen. Das ist gar nicht so leicht. Die Ziege sieht schlimm aus. Katrin gibt mir einen tierisch guten Tipp. Der Schakal jagt im Doppel, also als Paar. Mhm. Vielleicht findest du da etwas. Ja, also es hat den Popo angefressen. Es fehlt ein Bein. Mhm.
Schau mal auf Bissspuren. Hier sind zwei Löcher. Genau, aber es müssen noch mal zwei irgendwo sein, weil die jagen als Paar. Ah, da sind noch welche. Ja. Okay, also dann muss es der Schakal sein, nachdem es zwei Löcher genau, sind. Genau, weil der Schakal hält hinten fest, einer, und der andere geht an die Kehle. Schlau wie ein Fuchs ist der Schakal. Bei der Jagd hat er fiese Tricks auf Lager. Das Beutetier ist angepeilt. Ein Antilopenkitz. Doch die Mutter hat etwas dagegen. Jetzt folgt eine Aufgabenteilung. Der eine Schakal lenkt die Mutter ab, der andere reißt das schutzlose Jungtier. Perfekte Teamarbeit. Und da oben ist auch noch ein Schaf. Wollen wir uns das mal anschauen? Gerne. Aha. Also ich nehme schon mal an, es ist kein Zufall, dass es hier oben im Baum ist. Nein. Und ein Schaf würde, vor allem wenn es so verletzt ist, auch niemals da hochkommen. Also muss das Raubtier es da hochgebracht haben. Genau. Wer macht's denn? Ich glaube, der Leopard nimmt seine Beute mit in den Baum, oder? Das ist richtig. Wenn Tierknochen in einem Baum hängen, heißt es aufgepasst. Da sitzt bestimmt ein Leopard daneben. Aber warum die ganze Mühe? Ganz einfach. Da oben hat er seine Ruhe vor Hyänen, die ihm das Mittagessen streitig machen könnten. Dann ist das der Leopard, es bleibt eigentlich nur noch der Gepard übrig. Genau, gehen wir zum Gepard. So, das war jetzt also der Gepard. Genau. Typisch hier im Schatten wird gegessen. Die ziehen ihre Beute immer in Schatten. Die müssen erst ausruhen nach dem Jagen. Und woran sieht man jetzt hier, dass es der Gepard war? Na, erstmal haben wir hier Reißspuren. Die Geparden reißen die Achillessehne durch. Damit das Tier nicht mehr laufen kann. Genau, genau. Und hier hinten haben wir diese Reißspuren, jeweils nur eine Linie, weil der Gepard die dann so runterzieht und vom Rennen abhält. Geparde gehen alle 2 bis 3 Tage auf die Jagd. Langsam pirschen sie sich an die Beute ran. Dann geht die rasante Hetzjagd los. Doch Tempo 120 halten sie nicht länger als 1 Minute durch. Sonst überhitzen die Geparde wie ein Automotor und machen schlapp. Beim Rennen schlagen sie der Antilope immer wieder auf die Hinterbeine und bringen sie schließlich zu Fall. So jagt der Gepard. Haben wir wieder was gelernt, Leute. Und wozu macht ihr das jetzt alles? Na, du weißt, dass es in Namibia viele Farmen gibt. Die haben Schafe, Ziegen, Kühe, die haben alles. Immer wieder kommt es halt vor, dass Raubtiere die Tiere reißen. Mhm. Für uns ist es dann wichtig zu wissen, welches Tier hat die Ziege zum Beispiel gerissen, um dem Farmer zu sagen, es ist nicht immer der Gepard. Und deswegen können wir dann einfach sagen, okay, es war zum Beispiel ein Schakal, und wir können dann die Zäune besser für Schakale sicher machen. Also im Prinzip werden die Farmer aufgeklärt, es wird ihnen gezeigt, wie mir jetzt hier auch, was das für ein Raubtier gewesen sein könnte. Und so schießen sie nicht wahllos auf jedes Tier, das vorbeikommt, sondern stellen sich auf dieses Tier ein und bauen ihre Zäune auch dementsprechend. Genau, zum Beispiel. Und was macht ihr noch, um die Geparden zu schützen? Wir wühlen in der Kacke. Oh super, da bin ich dabei. Alles klar. Auch dafür kommt wieder ein Hund ins Spiel. Anna, das ist Eli. Er ist unser Spürhundtrainer. Und das, wer ist das? Das ist Tiger. Tiger, was für ein cooler Name, oder? Hi, Tiger. Oh. Hi. Und Tiger ist ein Spürhund. Das heißt, was macht er jetzt? Tiger ist dafür trainiert, Geparden, Kot zu finden. Oh, cool. Das ist sein Job hier. Danke. Dann soll er seinen Job mal machen. Schon rast Tiger los. Wenn ein Gepard hier einen Haufen hingemacht hat, wird ihn die feine Spürnase finden. Plötzlich bleibt der Hund stehen. Das ist sein Zeichen für ich hab was. Als Belohnung bekommt Tiger sein Lieblingsspielzeug. Mal sehen, was er aufgespürt hat. Oh ja, das ist ein ganz schön ordentlicher Haufen. Mhm. Aber woher wissen wir jetzt sicher, dass das vom Geparden ist? Weil Tiger darauf abgerichtet ist. Der findet uns nur Gepardenkacke. Ah, so. Ja. Muss mal hoch. Ist aber schon ein bisschen älter, gell? Ist ein bisschen trocken. Genau, ja. Riecht aber trotzdem nicht gut. Dass der Haufen ausgerechnet unter dem Baum liegt, ist kein Zufall. Es ist ein sogenannter Markierungsbaum. So wie Hunde pieseln und kacken Geparde an bestimmte Stellen und hinterlassen dadurch Nachrichten an ihre Gepardenfreunde. Ich war hier, oder?
Gehen wir heute Abend auf die Jagd. In der Nähe sind Antilopen. Und was bringt uns das jetzt? Was können wir mit der Kacke anfangen? Wir nehmen einen Teil mit und nehmen ihn mit ins Labor. Und da machen wir was? Wir untersuchen die Kotprobe und schauen, was hat das Tier gefressen. Ah, alles klar. Ab ins Labor. Jetzt machen wir etwas Lustiges. Na dann, rein damit. Wir waschen Kot und unsere Hände. Nach dem Waschgang kommen unverdauliche Speisereste zum Vorschein. Haare. Aber von welchem Tier stammt das Haar? Das lässt sich unter dem Mikroskop genau bestimmen, denn jedes Tier hat andere Haare. So sieht unsere Haarprobe aus. Es gehörte mal einem Kudu, das der Gepard gefressen hat. So sieht dagegen ein Ziegenhaar aus. Die Struktur der Schuppen ist viel kleinteiliger. Daran kann man es unterscheiden. Aber Ziege war im Kot nicht dabei. Wir konnten jetzt also feststellen, dass der Gepard einen Kudu gefressen hat. Was bringt uns jetzt die Information? Die Information ist wichtig für den Farmer zu wissen, dass der Gepard ein Wildtier erlegt hat und nicht seine Herde, seine Schafe, seine Ziegen. Das ist wichtig für ihn und auch wichtig für uns, damit er die Geparden nicht schießt. Und somit ist das auch wieder ein weiterer Teil, um die Geparden zu schützen. Die Schutzprogramme der Forscher und Farmer tragen Früchte. In den letzten Jahren wurden deutlich weniger Geparde erschossen. Eine gute Nachricht. Jetzt dürfen die Geparden genau das machen, was sie am besten können, nämlich richtig, richtig, richtig schnell rennen. Die Geparde kennen das Spiel. Schneller, schneller, schneller! Gib mal richtig Gas, komm! Wuhu! Mehr als ein Spaziergang ist das für den Savannensprinter nicht. Wow, die kommen ganz schön nah ran. Puh, das war ganz schön aufregend, oder? Für euch bestimmt auch. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr nochmal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. In Namibia mache ich Bekanntschaft mit den zahmen Geparden Aiko und Kiki. Also es ist schon ein sehr intensives Gefühl, hier so zwei riesen Katzen neben sich liegen zu haben. Bei den drei jungen Geparden geht die Post ab. Nach einem Spaziergang schlägt mir einer das Salz vom Arm. Halbzahme Geparde zeigen eine andere Körpersprache. Sie fauchen und schnalzen mich an. Es hört sich an, als würde so ganz plötzlich irgendwo Luft rausgelassen werden. Oh. Hirte Steven bringt mir in der Sprache der Damara bei, ich habe 200 Ziegen. Dizi. Ohr. Ohr. Bei Katrin muss ich den Übeltäter finden. Wer hat die Ziegenattrappe gerissen? So. Das war jetzt also der Gepard. Genau. Typisch hier im Schatten wird gegessen. Mit Spürhund Tiger schnüffeln wir nach Gepardenkot, den wir auf Tierhaare untersuchen. Ist ein bisschen trocken. Genau, ja. Riecht aber trotzdem nicht gut. Geparde sind einfach wunderschön und die schnellsten Tiere an Land. Mein Ausflug zu den Geparden endet so, wie er begann. Ziemlich entspannt. Die schnellste Raubkatze der Welt liegt am liebsten im Schatten und kuschelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die Welt.